Die Gemeinderatswahlen am 27. Februar werfen bereits ihre Schatten voraus. Kontinuierlich werden jetzt die Listen der jeweiligen Wahlwerber präsentiert und kundgemacht. So auch in der MAG-Gemeinde Reutte. Da wird nämlich heute die Liste von Team Shimano der Öffentlichkeit vorgestellt. Und die genauen Details dazu, die zeigen wir euch jetzt. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu der heutigen Listenpräsentation von unserem Team Shimano. Team Shimano, da haben wir ein bisschen umfirmiert an und für sich. Wir sind ja die letzten Jahre, die letzten Wahlperioden eigentlich immer angetreten unter gemeinsam für heute. Team Shimano ist unser neuer Name. Wir haben seit vielen, vielen Jahren, unsere Liste kommt ja aus einer Generation schon heraus, eigentlich aus einer Historie heraus. Wir haben immer gemeinsam für heute. Diesmal haben wir uns überlegt, wir wollen es persönlicher machen. Nämlich für mich ein Spitzenkandidat und ein Team präsentieren, das dahinter steht und das mit mir arbeitet. Das war der Hintergrund, neuer Name. Persönlich, Gemeinderatswahl ist eine Persönlichkeitswahl, eine Bürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl, deswegen der neue Name Team Shimano. Wir sind eine offene Bürgerliste mit einer Nähe zur ÖVP, weil ich mit natürlich eine reine Parteiliste schränkt man sich ein bisschen ein. Wir wollen in die Breite kommen auch und wollen einfach schauen, es sind Leute bei uns dabei, die sind ÖVP-Mitglied, es sind Leute bei uns dabei, die sind keins, ich weiß nicht, was jeder gewählt hat, aber wir sind da offene Liste. Für mich war wichtig, dass wir auf der Liste Leute haben, die aus ihrer Erfahrung, sei es berufliche Erfahrung oder aus Vereinen, familiär, wie auch immer, zu den einzelnen Themen, die wir die letzten Monate erarbeitet haben, oder ihr Themen vertreten können und auch mit einem Wissen dabei sein können. Bei uns aus der Liste ist es eigentlich so, dass wir die letzten 6 Jahre, teilweise sogar die letzten 12 Jahre, Leute in der zweiten Reihe auf unserer Liste gehabt haben, die jetzt sich zutrauen, weiter vorzugehen. Also wir haben jetzt einige, die bei uns schon mal als Ersatzgemeinderat tätig waren. Da bin ich auch recht stolz drauf, muss ich sagen, weil ich doch als Fraktionsführer die letzten Jahre geschaut habe, dass alle eingebunden sind und mitgearbeitet haben. Und da bin ich stolz drauf, dass da einige gesagt haben, ich gehe jetzt weiter vor, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das Ganze haben wir noch Quereinsteiger, die jetzt neu in die Gemeindepolitik kommen, noch ergänzt. Und da bin ich froh, dass wir die tolle Liste und das tolle Team zusammengebracht haben. Listenplatz Nummer 2 ist die Dani Rief. Dani, komm vielleicht gleich zu mir raus. Die Dani Rief ist natürlich von ihrer Profession her Kindergartenpädagogin seit vielen Jahren mit großen Erfahrung. Und das Thema wird uns die nächsten Jahre auch in Reutte sehr beschäftigen. Sie weiß da, wo der Schuh drückt. Und da, Dani, darf ich dich vielleicht bitten, dass du vielleicht privat noch ein paar Worte zu dir sagst. Ja, ich bin verheiratet, Mutter von einer 23-jährigen Tochter. Und wie der Klaus schon gesagt hat, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein geselliger und auch ein hilfsbereiter Mensch bin. Ich engagiere mich gern ehrenamtlich. Ich arbeite beim Marktfest mit, ich arbeite beim Weihnachtsmarkt mit. Ich bin bei der katholischen Jungs beim Zeltlager im Einsatz. In meiner Freizeit singe ich gern, in 2 Chören bin ich dabei. Ich lese gern und bin in der Natur am Weg und da trifft man mich auch öfters mit unserem Hund an. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Klaus Weber, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, Vater von 2 Söhnen. Er kennt sich sehr gut aus, das ganze Baugeschehen natürlich auch in Reutte. Deswegen bin ich froh, dass man da wirklich einen Spezialisten und der bei den Leuten unterwegs ist und da hört, wo die Sorgen und Nöte sind, wo die Probleme teilweise sind. In meiner Freizeit bin ich am Fußballplatz sehr aktiv und da bedeutet mir viel die Nachwuchsarbeit. Beim SV Reutte Fußball. Da bin ich Nachwuchsleiter und Obmann Stellvertreter. Und ich bin froh, dass mich der Klaus gefragt hat, im Team mitzuarbeiten, weil ich hundertprozentiges Vertrauen zu Klaus habe und auch zum gesamten Team. Grüß Sie von meiner Seite. Also ich bin die Barbara Petrini, bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Söhne mit 11 und 14 Jahren. Wie der Klaus schon gesagt hat, ich arbeite im Tourismusverband Naturpark Region Reutte. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich im Sportverein Reutte, im Zweigverein Skilauf. Bin dort die Kassierin und auch Trainerin für den alpinen Skinachwuchs. In meiner Freizeit unternehme ich sehr viel zusammen mit meiner Familie.
wir sind recht aktiv und ganz viel in der Region unterwegs und genießen das auch, was es bei uns alles gibt. Wir sind im Winter begeisterte Skifahrer, im Sommer wandern, Radfahren, unsere Seen, also ja, genießen, was es bei uns alles zu sehen und zu machen gibt. Das ist fein. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die nächsten 6 Jahre. Der Bernhard Ecker, der Bernhard leitet die Volksschule in Weißenbach und mittlerweile auch in Embichl. Der Bernhard ist aber auch der, der Erwachsenenbildung auf seine Fahnen geschrieben hat. Er ist ja seit vielen Jahren Leiter der Volkshochschule, also auch dort schon seit vielen Jahren engagiert. Und da möchte ich wirklich fast sagen, ein Bildungsexperte. Ich bin verheiratet, Papa von 2 Sprössen, einem 18-jährigen Sohn und einer 14-jährigen Tochter. Sehr, sehr stolz auf die beiden. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich mit unserem Bürgermeisterkandidaten gemeinsam und mit unserer tollen Truppe Team Shimana mitarbeiten darf, aktiv in unserer Marktgemeinde. Bin schon ganz gespannt, welche tollen Aufgaben da auf uns zukommen werden. Mein Name ist Klaus Eberle, ich bin 55 Jahre. Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Petra, die ist Apothekerin. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, der Sebastian, der geht in die Volksschule in Reute. Der Klaus ist seit Jahrzehnten in der Pflege tätig, schon seit vielen Jahren im Haus Ehrenberg, kennt aber die Pflege auch von der mobilen Pflege her, wo du sehr lange das auch gemacht und teilweise auch geleitet hast. Ja, wie der Klaus schon gesagt hat, mein Beruf ist halt auch sehr fordernd, weil der geht auch in die Freizeit hinein. Aber oft ist es genau das, was, wie es der Klaus gesagt hat, so Kleinigkeiten, dass man mal einen kleinen Rat geben kann, wenn jemand anruft oder es wird ganz zu dem oder zu dem und dann kann man schon ziemlich viel helfen. Durch meine Tätigkeit beim Sozialsprengel, den ich 8 Jahre geleitet habe, kenne ich natürlich viele Reutener, Haushalte und Reutener, Leute und was wirklich gebraucht wird. Ich bin froh, dass der Schütter André bei uns dabei ist. Da kommt mehr zusammen, warum wir uns zusammen geredet haben. Erstens ein junger Unternehmer mit Grafikstudio. Du hast ein eigenes Modelabel entwickelt. Du hast ein Geschäft im Untermarkt. Das war für mich auch ein ganz wichtiges Thema, weil im Untermarkt kennt sich der Schütti und voraus. Wir haben den Untermarkt jetzt neu gestaltet und jetzt müssen wir noch mit Leben erfüllen. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man nicht immer bloß andere kritisiert und drüber schimpft und selber nichts dafür tut. Darum war es mir dann doch wichtig, da mitzumachen mit der coolen Truppe. Und ja, privat, gut, viel Freizeit gibt es bei mir leider aufgrund meiner Jobs nicht, gell? Sonst engagiere ich mich gerne in Vereine, war schon immer Vereinsmensch, war schon in diversen Vorständen noch nicht mitgearbeitet, bin aktuell eben im Flocho, Vizeobmann beim SBF Fußball, Flochfußball, also. Und ansonsten bin ich gerne auf Reisen, ich entdecke gerne ein bisschen die Welt. Die Butcher Monika ist Unternehmerin, also Unternehmerfamilie eigentlich aus, oder ihr habt ein Familienunternehmen, so muss man und für sich sagen. Und kennt die Thematik natürlich auch, was Handwerker für teilweise Probleme haben und was sich da auftun. Glaube ich, die letzten Jahre, das haben wir öfter wieder besprochen, wo sie sich sehr engagieren möchte zum Thema Umwelt. Mein Name ist Monika Burtscher, ich bin 58 Jahre alt, bin verheiratet. Ich habe 2 erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und wie der Klaus schon gesagt hat, wir haben eine eigene Firma, die mittlerweile unser Sohn schon übernommen hat. In meiner Freizeit bin ich sportlich am Weg. Ich tue das total gerne. Ich bin seit über 30 Jahren im Skiverein Reute. War zum Teil auch als sehr aktiv dabei. Und beim Tennisclub Flach, da war ich jetzt auch 30 Jahre dabei. Da habe ich jetzt aufgehört. Und der Klaus hat mich nachher dazu bewogen, dass ich mich jetzt wieder in der Gemeinde engagiere. Der Robert Specht ist Polizist und es ist natürlich naheliegend, dass der Robert gerade bei uns so das Thema Sicherheit sich genauer anschauen wird. Oder wir uns schon haben eigentlich in den letzten Wochen noch. Mein Name ist Robert Specht, bin 51 Jahre alt, verheiratet,
Vater von zwei Töchtern im Alter von 16 und 18 Jahren. Da bin ich dementsprechend auch gefordert momentan. Ich bin in Reute aufgewachsen, hier ins Gymnasium gegangen und verrichte nun seit fast 30 Jahren als Polizeibeamter in meinem Heimatort den Dienst zur Sicherheit der Bevölkerung. Ich kenne also die Sorgen und Anliegen in diesem Punkt sehr gut. Ich möchte meine Kenntnisse einbringen in einem starken Team, speziell im Bereich der Sicherheit und mit vielen Anliegen der Bevölkerung einsetzen. Privat bin ich ein Familienmensch, bin mit meiner Familie sehr viel unterwegs und engagiere mich eigentlich zusätzlich auch noch seit einigen Jahren als Obmann im Schäferhundeverein. Bin also da voll ausgelastet. Ich bin vom Shimano Klaus überzeugt und aus diesem Grunde heuer wieder dabei beim Team Shimano. Für mich geht heute ein Stück weit ein bisschen ein Lebenstraum eigentlich in Erfüllung. Ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen. Ich möchte mit meinem Team jetzt für Reute arbeiten und für Reute auch die Zukunft gestalten. Ich habe mich ja schon seit Jahrzehnten in der Gemeindepolitik immer wieder engagiert in verschiedenen Aufgaben, habe die Gemeinderatswahlen auch mitbegleitet, war bei den meisten Listen dann oder bei, die wir gemacht haben. Aber die letzten 6 Jahre jetzt wirklich als Vizebürgermeister, das hat für mich schon den Ausschlag gegeben. Das hat mir Spaß gemacht, das macht mir Freude. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Reute ist meine Heimatgemeinde. Ich bin da seit Jahrzehnten verwurzelt in verschiedenen Institutionen oder auch in Vereinen. Und gerade die Gespräche mit den Menschen, die Gespräche oder auch das Potenzial, was man heute sieht, was da an Ehrenamt geleistet wird, was beruflich geleistet wird, was die Unternehmer leisten, was in Vereinen geleistet wird, das war eine unheimliche Motivation. Und es ist eigentlich ein bisschen ein Lebenstraum von mir, wirklich an die Spitze zu gehen und heute in eine gute Zukunft zu führen. Was sind jetzt die vorwiegenden Themen, die Sie, falls Sie Bürgermeister werden, zur Umsetzung bringen möchten? Also wir und unsere Runden, unsere Themenrunden an und für sich unter das Motto gestellt 20 Reute 2030. Und zwar geht es uns darum, dass man längerfristig denkt, dass man längerfristig auch die Projekte entwickelt, mit dem Gemeinderat, aber auch mit der Bevölkerung und die dann auch Punkt für Punkt abarbeitet. Und neben den großen Themen, wie jetzt heute und nach außen hin besser gestaltet werden soll, sind uns ganz wichtig auch diese kleinen Themen. Ich habe als Vizebürgermeister die letzten 6 Jahre viele Gespräche geführt, viele Telefonate gekriegt, wo es Probleme gibt, die man als Gemeinde vielleicht doch relativ schnell lösen kann. Oder zumindest die Probleme dort anpacken kann, dass man sie irgendwo vermittelt, wo man sagt, wo kann mir geholfen werden. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man auch auf die kleinen Dinge schaut. Das macht einen Ort besonders lebenswert, wenn es nicht nur eine Gemeinde, sondern eine Gemeinschaft ist. Und das ist ein ganz wichtiges Ziel, das ich mir zum Vorsatz genommen habe. Ich grüße euch alle, danke für die Einladung. Branko Pletikosa ist mein Name, bin glücklich verheiratet, Tatjana ist meine Frau und stolzer Vater eines Sohnes. Ich bin 45 Jahre alt, bin geboren in Innsbruck und seit 88 Jahren lebe ich in Reute mit meiner Familie, habe 2 Töchter. Also ich bin die Schatzmeier Sophie, ich bin 21 Jahre und wie der Klaus schon gesagt hat, bin ich momentan in den E-Werken angestellt und studiere nebenher berufsbegleitend Umweltverfahrens- und Energietechnik. Mein Name ist Dorf Thomas, bin Landwirt also für heute. Als Agrarobmann, da sehe ich mich wirklich als Vertreter der Gemeinde. Ja. Lise Pfurtscheller, ich bin 57 Jahre alt, bin geschieden, habe einen erwachsenen Sohn und eine Schwiegertochter und vor allem 3 Enkel, kleine Enkel, die ich wirklich über alles liebe. Ich soll ja auch den Wahlkreis in Wien vertreten und tue das mit sehr großer Freude. Und das kann man aber nur gut machen, wenn man natürlich auch einen Kontakt zu der Bevölkerung hat. Und am einfachsten ist das, wenn man sich eben auch in der Gemeindepolitik einbringt, auch wenn es ein bisschen in der hinteren Reihe ist. Gegen einen amtierenden Bürgermeister anzutreten, ist immer schwierig. Ich versuche meine Chancen zu nutzen mit einem tollen Team. Wir werden versuchen, unser Team zu präsentieren, die nächsten Wochen unser Programm zu präsentieren und
am Ende wird man sehen, was rauskommt. Vielleicht noch abschließend ein paar Worte an die Reutener Bevölkerung. Liebe Reutnerinnen und Reutner, ich bin mit Herzblut politisch aktiv, schon seit langer, langer Zeit in Reute. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich kandidiere als Bürgermeister. Ich traue mir das zu und ich würde meine ganze Energie da reinstecken, auch Bürgermeister zu werden und Reute mit meinem Team in eine gute Zukunft zu führen und mit dem neuen Gemeinderat. Für das stehe ich ein und natürlich abschließend, ich bitte Sie um Ihre Stimme am 27.02.